Morgen, 7 Uhr, die Sendung für den aufgeweckten Gitarristen. Zeit für ein lecker Käffchen für mich, lecker Fingerfrühstück für dich. Heute mal Reikos Gichtfinger-Blues. Ein Blues, den du tatsächlich spielen kannst, ohne die Finger der Greifhand zu verändern. Wie das gehen soll, sehen wir gleich. Viel Spaß dabei. Und das Einzige, was wir für diesen Blues brauchen, ist diese Fingerstellung, dieses Dreieck hier. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger in dieser Stellung. Damit kannst du den ganzen Blues spielen. Ich benutze kein Plektrum. Du kannst es auch mit Plektrum spielen. Ich benutze Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand für den Anschlag. Und das Ganze beginnt mit dem Intro, mit dem Blues-Intro. Und dazu sind wir auf der G-Seite und der H-Seite. Der Ringfinger hat jetzt erstmal gar nichts zu tun. G-Seite und H-Seite. Und wir spielen Folgendes. Nochmal. Dann gehen wir mit derselben Fingerstellung, mit diesem Dreieck, auf das C. Das heißt, der Mittelfinger greift das C. Die anderen setzen sich dahin, wo das Dreieck halt hingehört. In dem Fall. Dadurch haben wir ein C7 und wir spielen jetzt C7, Cis7 und D7. C, Cis, D7. Insgesamt 1, 2, weil wir beginnen auf der Zählzeit 2. Einerlei 2. Gehen wir auf das G mit dem Mittelfinger und auch da spielen wir nur dieses Dreieck und mit der rechten Hand den Grundton und dann diese rhythmische Figur. Dann gehen wir aufs C. Dann gehen wir wieder zurück aufs G. Nochmal G. Gehen wir wieder aufs C. Nochmal aufs C. Und wieder aufs G. Und nochmal G. Jetzt gehen wir aufs D. Dann aufs C. Und dann wieder aufs G. Wieder aufs D. So viel zum Thema einfache Bluesform. Jetzt wollen wir die aber mal ein bisschen veredeln und das machen wir, indem wir das G, das wir jetzt hier gespielt haben, mit derselben Fingerhaltung in der neunten Lage auf der A-Seite, D-Seite und G-Seite oktavieren. Und zwar so. Aufs C. Und auch da oktavieren wir diesen Griff und zwar diesmal in der 14. Lage. Das heißt, im 15. Bund greifen wir das C. Der erste Finger ist im 14. Bund auf der D-Seite und der Ringfinger ist wieder im 15. Bund auf der G-Seite. Das ergibt sich aber ganz automatisch, wenn wir dieses Dreieck spielen. Also schönen Slide einbauen. Klingt dann so. Dann wieder C. Verzichten wir mal auf die Oktavierung, sondern gehen dann vom D wieder chromatisch zum C runter und das spielen wir mit der rechten Hand immer mit Triolen. Dann machen wir eine Stopptime auf dem G und beginnen auf der Zählzeit 2 wieder
unserem Intro. Und nochmal der Durchlauf. 1, 2, 3, 4. Dazu brauchst, um auf der Gitarre besser zu werden, schneller zu werden, dich in den Typenbereichen und Techniken auszukennen, auch viel Wissenswertes über den Blues, findest du in der RML-Aktie Grau, Handwerk Plektrum Gitarre, der solide Weg zum Profi. Sollte dich mein Kram entzücken, Abo und die Glocke drücken, dir einen gigantischen Start in einen erfolgreichen Tag und keep on training.